Ja, und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe hier von Grid Legends. Ja, es gab eine bisschen längere Pause, das gebe ich zu von diesem Let's Play, weil da ein anderes Spiel dazwischen gerückt ist, Gran Turismo 7. Wie wir ja vielleicht mal erwähnt haben und Grid Legends eigentlich ein geiles Spiel ist, war der Release-Zeitraum jetzt nicht unbedingt so auf den Punkt genau gewählt, dass man gesagt hat, wir möchten nicht mit irgendwelchen großen Titeln in die Quere kommen, sei es ein Gran Turismo oder ein Elden Ring, was ich gar nicht spiele, aber sehr viele andere Leute dann halt bevorzugt haben. Ne? Bei 70 Euro für ein Spiel, da überlegt man sich ja mehrfach, kaufe ich alle drei oder nehme ich halt nur eins von den dreien. Aber ich habe weiter Bock, weil das Spiel an sich ist geil, also es spielt sich gut. Und wir machen natürlich mit der Story weiter. Heute geht es ins dritte Kapitel, vor allem 13. Kapitel, das Main Event. Jetzt kommt es drauf an. Es ist das letzte Rennen der Saison und Seneca hat die Chance, für die nächste Saison in die Profiliga aufzusteigen. Sie müssen gewinnen, der Vorstand wird sich nicht viel weniger zufrieden geben. Okay, also laut denen sollen wir Platz 2 werden und höher. Also unser Vorstand gibt sich doch mit... Ich möchte meinem Vorstand nicht reinreden, aber mein Vorstand weiß wohl nicht, womit er sich zufrieden gibt. Naja, gehen wir rein, ab geht's. Das ist unser, ich sag mal, unser Teamchef ist nett, wie gesagt, wir haben keine Fehler, also wenn wir Fehler machen, arbeiten wir als Team dran und wir sagen dem anderen nicht, dass er ein Vollidiot ist. Das ist schon mal, wir haben ein vernünftiges Mindset als Team, würde ich mal behaupten. Na gut, sicher dir einen Platz in der Profiliga, Platz 2 oder höher, ja, in einem Point-to-Point drin. Boah, so, das ist ein Lad, okay, da sind wir in unserem wunderbaren Ford GT. In der GT-Klasse unterwegs. Also schönes Rennfahrzeug. Nicht das Straßenfahrzeug, was wir ja in den letzten Folgen schon gefahren sind, sondern jetzt wirklich der Rennbolide, der Ford GT, GTE. Ja, wir schauen mal, was sich so möglich macht. Schauen wir mal. Platz 1 oder 2 ist unser Ziel. Gut. Heißt voll Attacke gehen. Natürlich nicht zu viel Attacke, weil... Unser Teamkollege fährt da vorne rum, das ist natürlich der wichtige Punkt. Und wir wollen uns natürlich auch nicht nonstop Rivalen an die Backe holen. Das wäre vielleicht auch jetzt nicht das vernünftigste Mindset, aber wir schauen mal. Der Ford GT geht auf jeden Fall böse ums Eck. Vor uns der ersten Martin Vantage. Und hoppala. Ja, mein Teamkollege macht da mal kurz die Tür auf, dann muss er jetzt auch Platz machen. Jetzt habe ich wieder meine eigenen Teamkollegen als Widersacher. Ich habe sie nicht mal berührt, ich bin nur angewiesen. Die Junge mag alleine meine Anwesenheit nicht mehr. Ja, okay, jetzt habe ich sie gerammt, jetzt ist es legitim. Jetzt ist der Grund. Jetzt passt es. So. Ja, unser Gegnerteam wollte auch beide im Ford GT unterwegs. Schauen wir mal, was wir hier so leisten können. Ich bin gespannt. Na komm, gib alles. Ja, ich habe mich mal kurz entschieden, den Ford GT gleich in die Felsmauer einschlagen zu lassen. Ich fahre die Kurve vielleicht nochmal schön. Na komm, gib alles. Dankeschön. Okay, okay, komm, wir müssen dranbleiben, wir dürfen jetzt hier nicht abreißen lassen. Den ersten Martin catchen wir jetzt gleich. Da wird mal ein bisschen angelehnt hier, wir müssen die Profiliga holen, Leute, hier. Das ist hier kein Kindergarten mehr, ne? Hier muss man auch mal ein bisschen mit dem Ellenbogen raus, auch mal ein bisschen Backenhaken verteilen, ne? Also Platz 2 holt man sich einfach nicht durch freundlich sein, ne? Also Freundlichkeit hat noch nie jemand zum Titel geholt. Ja, also das möchte ich mal ganz kurz gesagt haben. Außer Valentin Manzi, der wirkt immer sehr freundlich vor der Kamera, aber ich glaube, es ist ein ziemliches Arschloch hinter der Kamera und diese Leitplanke ist auch ein ziemlicher Spasti. Ich meine, schön die Ideallinie mal vollkommen. Okay, ich fahre hier sehr viel Slalom, das sollte ich ein bisschen vermeiden. Ich drifte in viel gerade Linie. Ja, guck mal hier. Da sind wir an der Laui Dixon dran, da gibt es die Berührung. Und wir gehen. Holen das Aachen das außenrum, Junge. Außenrum. So, Platz 2 reicht ja theoretisch, aber ich würde mal sagen, ob uns das reicht, ich weiß ja nicht. Gucken wir mal, ob wir den Valentin da vorne noch bekommen. Auf Valentine, wie er ja ausgesprochen wird, aber
Junge, ich bin aber heute auch drauf angelegt, mit jedem eine Schlägerei nach dem Rennen anzufangen. Ja, okay. Oh, Alter, okay, ja gut, danke für nix, Alter. Das war ein sehr gutes Widersacher-Manöver. Holy shit. Hier habe ich jetzt aber richtig in die Wand gehämmert. Problem ist, ich darf jetzt nicht mehr zurückspulen. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich ja nicht vorbeifahre, dass ich den Schlag in den falschen Moment kriege, weil sonst haben wir ja gesehen, was da passiert. Ja, wir gehen mal einfach außen rum. Da gehen wir einfach außen rum und jetzt gehen wir ins Gas. Jetzt holen wir uns das Ding. Komm, ab geht's. Jetzt durchziehen. Keinen Fehler mehr machen. Und gleich eine schöne Schlägerei im Backstage anfangen. Da sehe ich mich. Bisschen mal mit den Meisterschaftskonkurrenten und meinen eigenen Teamkollegen eine Massenschlägerei loslegen. Da sehe ich uns. Ah. Wir haben nicht mehr viel. Die letzten 6%. Komm, Ford GT. Komm. Oh, kriege ich Druck von hinten. Oh nein. Oh. Und wir werden es retten. Da ist der Sieg. Chapeau. Haben wir gut gemacht. Sehr gut. Da ist die Profiliga drin. Ich sag's euch. Nice. Wir haben es geschafft. Den Platz in der Profiliga haben wir uns wirklich verdient. Ihr könnt stolz auf euch sein. Das sehe ich allerdings auch. Ja, haben wir gut gemacht. Das lief doch wunderbar, Leute. Das lief doch wunderbar. Gerne immer so. Wunderschön. Also wollen wir das hier haben. Schön abliefern. Danke. Zeig, was du kannst. Für Seneca geht das Fahrerleben weiter und diesmal in der Profiliga. Doch bevor sie richtig loslegen können, muss Arya Singh sicherstellen, dass auch die Autos in Topform sind. Das wäre natürlich ein guter Grundpunkt. Es ist mal wieder Zeit, bei der Grid World Series die Motoren anzuwerfen. Die Pro Series ist Rennsport auf höchstem Niveau und nur 8 Teams haben am Ende die Gelegenheit, an unserem gewaltigen Finale, dem Gauntlet, teilzunehmen. Wie lange soll das dauern? Ist das Wasser für mich? Sorry. Danke. Nathan McCain Interview, Take 1. Wer war das denn? Kennt ihr das neue Hummer-Restaurant da unten? Du suchst aus, welcher stirbt. Die sind alle in dem Aquarium drin. Alles blau und krass. Und du so, ich will den töten. Ob ich ihn töte? Nein, ich bin doch kein Tier. Okay, leg mal los. Möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Die wissen, wer ich bin. Hi, ich bin Nathan McCain. 5-maliger Grid Series Weltmeister. Und bald 6-maliger. Ein neuer Rekord. Jo. Hey, hör mal. Hol dir den zweiten Platz, wenn du kannst, aber bleib hinter Nate. Ist das klar? Ja? Gut, meinetwegen. Hey, mein Lieblingsneffe. Sag mal, was ist das für ein Filmteam? Keine Ahnung. Wir machen so eine Art Dokumentation über Grit. Okay. Tatsächlich geht's um Seneca. Wow. Als ob das irgendjemanden interessiert. Viel Glück. Na komm. Ja, Nathan McCain ist ja so ein richtiger Sympathiebolzen, ne? Also mit dem, aber da hast du richtig Freude direkt. Da möchtest du direkt auch eine Massenschlägerei im Backstage anfangen. Da willst du auch einfach sagen, komm, heute hauen wir uns mal aufs Maul, Nathan. Ne? Ist auch ein richtiger Sympathiebolzen. Also. Dem müssen wir noch seine Hochnäsigkeit so ein bisschen, ich sag mal, beibringen, dass das auch noch Leute gibt, die ein bisschen besser fahren können. Nicht ich, aber also ich möchte nur beibringen, dass da andere, wisst ihr, was ich meine. Gut, wir sind Suzuka. Neue Serie, mehr Power. Schließ eine Runde ab. Okay, wir müssen uns erstmal ein bisschen einfinden in dieser neuen Serie hier im NSX GT500. Schickes KZ auf jeden Fall. Alles klar, 22. Okay. Wird ein großer Tag morgen. Start der neuen Saison und unser erstes Rennen in der Pro Series. Also lass uns doch ein bisschen trainieren, bevor es ernst wird. Okay, gut, dann wollen wir mal ein bisschen reinkommen, die Kollegen. Suzuka nebenbei keine Strecke, die ich absolut liebe. Ich mag dieses scheiß Zickzack-Gefahr hier am Anfang nicht. An sich eine schöne Strecke, aber ich komme mit der Strecke nicht so ganz klar. Unsere Strategie für morgen ist, uns erstmal einzugewöhnen. Mit Raven West legen wir uns noch nicht an. Wir werden nach und nach mehr Druck machen.
Ja, das ist deine Einstellung. Davon halte ich aber nicht viel. Ich möchte direkt mit jedem komplett Stress anfangen. Da sehe ich mich eher. Ich muss schon sagen, unsere Teamfarben passen wirklich gut zu dem Auto. Ja, da habe ich recht. Das harmonisiert sehr schön. Auch wenn ich Rennstreifen auf Autos grundsätzlich mittlerweile eher abgeschworen habe und das eigentlich nur auf alten Muscle Cars und auf einer Viper cool finde, möchte ich aber meinen Teamchef da nicht kritisieren und sagen, ja, er hat recht. Versuch bei den richtig engen Kurven nicht zu viel Zeit zu verlieren. Am besten Bodenhaftung beibehalten, dann driften. Aber du kennst das ja. Jeder GT500-Fahrzeug. Erstmal rum das Ding, sideways. Deswegen ist Ken Blocker so ein aktiver GT-Fahrer, weil GT-Fahrzeuge sind eigentlich Gymkhana-Fahrzeuge. Ich weiß nicht, ob das Spiel einem immer wieder eintrichtern will, dass du mit solchen Fahrzeugen driften solltest. Nein, tust du nicht. Juma hat sich sehr positiv über dich geäußert. Das will was heißen. Sie sagt sowas nur, wenn sie es ernst meint. Ich meine, es war so, also, wir haben unserem Team und ihr auch den Arsch gerettet, ne? Sie erwartet von allen, dass sie Leistung bringen. Du kannst das schaffen. Hier kann man gut den Windschatten ausnutzen. Nah auffahren, schneller werden, dann mit Slingshot vorbei. Und dann abdrängen in die Mauer. Ich meine, einfach vorbeifahren. Fair und wie sich das gehört, hast du recht. Oh, das geht auf jeden Fall voll Schmackes, okay. Ja, ich bin auch sehr zurückhaltend bei der Strecke hier, aber mit... Dass du auf der Strecke bleibst. Hier ja. Gibt es schnell Zeitstrafen, wenn du davon abkommst oder Kurven schneidest. Ich weiß nicht, was du meinst, aber gut, dass du es erwähnst. Könnte ja am Anfänger passieren, dass du dich ja verbremst, aber... Ja, wie gesagt, am Anfänger, also mir ja nicht. Alles gut. Und trotzdem Gold geholt. Gibt ja auch nur Gold, also... Ich kann hier nichts falsch machen. Ich sag, wie das ist. Es war ja einfach nur, lerne die Strecke kennen, fahre mit dem Auto mal eine Runde. Das war's. Wisst ihr Bescheid? Also mehr war das ja hier nicht. Die große Liga, eine neue Saison beginnt und die Neuankömmlinge Waltz und Seneca machen ihr Debüt in der Profiliga. Beide müssen sich beweisen, wenn sie überleben wollen. Dies ist das wahre Grid. Kein Ravenwest, auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie nicht sehr von sich selbst überzeugt werden. Also das kriegen die Jungs und Mädels ganz gut hin, würde ich mal sagen. Also die haben schon einen überzeugenden Grad an sich selber. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Junge, 22, hör zu. Ich nehme an, Nate wird von Anfang an seine Dominanz unter Beweis stellen wollen. Also zeigt, dass wir hierher gehören. Ja, alles klar, Azid. Wir geben unser Bestes. Ich finde gut, dass Nathan einfach ohne Grund direkt mein Widersacher ist. Er hat einfach jetzt schon keinen Bock mehr auf mich. Ich bin einfach da. Nathan McCain hat einfach nur durch meine Anwesenheit keinen Bock auf mich. Aua, aua, aua. Das ist schon mal gut zu wissen. Sympathischer Dude auf jeden Fall. Wir müssen jetzt erstmal hier durchs Feld kommen. Wir sind leider brutal weit hinten geschadet. Das ist keine gute Ausgangslage hier für unser Team. Da muss noch was kommen, da muss noch was passieren. Ich sag's euch. Uiuiui, darf ich mal? Nein. Ich muss ein bisschen aufhören, weniger Abzug zu kürzen. Genau, Lukas. Fahr einfach ganz die Spieße. Ich muss ein bisschen aufhören, so viel abzukürzen. Komm, stopf jetzt, Jungs. Ich weiß gar nicht, was meine Aufgabe hier ist, bin ich ehrlich. Scheiße. Da habe ich überhaupt eine Aufgabe. Ich glaube, es ist einfach nur fahren, ne? Einfach nicht scheiße sein. Ja gut, das kriege ich irgendwie noch hin. Die Kollegin ist hinter mir, also alles gut. Wir sind momentan teamintern. Oh. Ja, ich will dir gar nicht weiter ins Heck fahren. Ich komme nicht mehr weg von dir. Teamintern sind wir gerade ein bisschen... besser am Start. Schauen wir mal. Hier kann ich nicht vorbeifahren. Ich habe hier keinen Platz dafür. Bremsen sind aber hier schön daneben einfach. Ja, doch nicht. Aber jetzt kommen die lange gerade. Ja, okay, das machen meine eigenen Teamkollegen. Das ist natürlich super effizient, wenn wir das machen. So, jetzt mit Windschatten hier auf der Geraden. Wie ihr ja gesagt habt, werden wir jetzt hier nutzen, vorbeizuziehen. So, sehr schön. Komm, weiter. Noch einer geht, da geht noch einer. Komm. Oh nein, uns zieht der Überschuss. Oh, hat irgendwie funktioniert. Alles gut. Ich hab's mit dem Bremspunkt hier aber auch, ne? Ich meine, ich möchte betonen, Nathan McCain mag mich einfach nicht. Den anderen ramme ich gefühlt die Nackenmuskeln raus. Und ja, alles gut. Der hat sich mal verbremst, ist der Anfänger. Das passiert mal. Starke Konkurrenz hier.
Hopp, da fliegt jemand der Motor auseinander. Nee, der fährt einfach auf die Wiese. Der fliegt nicht aus dem Motor auseinander. Der hat nur einen sehr weiten Linksstrahl, der Kollege. Da sind wir schon in der Top 10 rein. Und in die erste Kurve. Oh, ja, da wurde ich aber mal richtig schön neben die Strecke gedrückt. Muss aber auch sagen, das war auch von mir sehr optimistisch, da noch eine innere Linie zu finden, die existiert war. Da wir in Honda fahren, ist aber okay, als Rasenmäher zu fungieren. Gut, Entschuldigung, kurzer Honda-Witz. Hondas sind cool, verstehe mich nicht falsch. Gucken, ob ich vielleicht an die... Oh, jetzt fliegt jemand der Motor auseinander. Ich sehe ihn noch nicht. Wo ist er? Da. Gucken, ob wir vielleicht doch an Wave West rankommen. Wave West führt zumindest momentan nicht. Also ich meine, so gut können sie ja nicht sein. Ach Mann, ey, ich komme nicht an ihm vorbei. Scheiße, NSX sind auf dieser Strecke so brutal breit. Das ist streckenfüllend. Ah, jetzt hänge ich natürlich hier doof im Verkehr. Ja, jetzt hänge ich hier richtig blöd. Ja, okay, das war jetzt überhaupt nicht weiterbringend. Die beiden hier fahren jetzt hier gerade true wide. Heißt, ich kann nicht... Ah, doch, ist in der Lücke. Ja, sehr schön. Können wir uns auf Platz 6 vorarbeiten. Weiter geht's. Okay, eine für Wave West führt wieder. Hier die Gerade jetzt wieder Speed mitnehmen und Vollgas. Windschatten und gucken, ob wir da vielleicht irgendwas draus machen können. Team und Kollege, oh, Juma auch sehr stark, direkt auch mit auf 7 vor, also die zieht hier wunderbar mit im Verkehr. Und da sind wir Nathan McCain vorbei, außen, innenrum sogar, easy going und reingesendet aufs Podium, Leute. Tja, guck mal hier. Was macht aber, man muss sagen, es macht wieder Bock zu spielen. Also, ich sag wie das ist. Grid Legends macht einfach Laune. Es ist ein guter Arcade Racer. Es ist einfach ein sehr guter Arcade Racer. Das ist die letzte Runde. Gib alles, um nach vorne zu kommen. Jume sogar schon auf Platz 6 vor. Okay. Nathan McCain hier sehr hart am Federn lassen, muss man sagen. Da ist aber richtig Potenzial verschenkt. Wir sind an Lara von Raven West jetzt dran. Also, mal gucken, was hier geht. Ob hier vielleicht sogar. Was in Richtung Sieg möglich wäre. Wir warten ab. Wir sind auf jeden Fall dran. Jume sogar auch auf Platz 5 vor. Mal gucken, ob sie sich vielleicht Nathan sogar krallen kann. Ah, ein bisschen zurückhaltend gewesen. Ich meine, die gerade kommt noch. Oh, Nathan McCain ist hinter uns. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Er ist Rivale und schnell. Also, wenn der neben uns kommt, werden wir auf jeden Fall einen Schlag kriegen. Ich hoffe, dass ich am Ende keine Strafe kriege, weil ich ein bisschen hier und da mal neben der Wiese war. Oh, da können wir uns vielleicht schon daneben setzen. Ja, da kommt das Manöver. Außenrum. Yes, sir. Und da haben wir sie gecatcht. Da sind wir auf Platz 1 vor. Juma sogar auf Platz 4 hier. Seneca wirklich mit einem brutal guten Einstand in der Profiliga, würde ich mal sagen. Da kann man wohl nicht meckern. Platz 1 und 4 hier, erst recht von unseren Startpositionen aus, ist mehr als stark. Junge, jetzt sogar Wave, auch Nathan McCain am Angreifen. Da vorne fährt das havarierte Fahrzeug, das steht natürlich super geil. Nathan mittlerweile auch kein Rivale mehr von mir, da hat sich mittlerweile wieder entschieden. Oh, der ist doch eigentlich ganz cool, der Dude. Oh, das könnte jetzt eine Strafe geben. Juma sogar auf Platz 2 vorge... Oh, Doppelsieg hier von Seneca. Man glaubt's kaum. Wer ist es? Raven West, sag ich euch. Wir haben uns in unserem ersten Profi-Rennen gut behauptet. Gute Arbeit, Leute. Ja, ich wollte es gut behauptet, Digga. Wir sind von hinten auf Platz 1 und 2 gefahren. Wer ist dieses Raven West, frage ich dich. Junge, die haben wir in Grund und Boden gefahren. Gut behauptet. Sollen wir ein bisschen hier kommen? Mal ein bisschen... Da kann man auch ein bisschen mal raushauen, wie geil man war. Das darf man ja auch immer sagen. Muss er hier nicht hier ein Understatement haben. Also jetzt mit einem Doppelsieg brauchen wir hier kein Understatement mehr. Das Thema Understatement ist damit durch. Also das möchte ich mal ganz klar sagen. Scheiße war Understatement. Also, na gut. Jeder hat kleine Laster. Seneca gewöhnt sich daran, der Profiliga anzutreten. Und sie haben einen vielversprechenden Start. Doch obwohl Juma und Juma 22 alles geben, scheint es nicht ganz zu reichen. Also, das sehe ich aber jetzt anders. McCain, Interview, Take 1. Okay. 2 Sekunden. Okay. Bereit. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich würde gern wissen, was Sie von Seneca halten.
Seneca. Seneca, das ist das blau-weiße Team, oder? Im Rückspiegel sehen sie alle gleich aus. Gut, wollt ihr wissen, warum Ravenwest immer vorn bleibt, Jahr für Jahr und bei jedem Rennen? Es ist nicht unsere Philosophie oder sowas, sondern etwas, das Teams wie Seneca und den anderen einfach fehlt. Geld. Geld und gutes Aussehen. Schön sein ist ein Fluch. Du kannst dich glücklich schätzen. Hi. Natürlich, gerne. No, danke gerne, dir. Danke. Der Nächste, der mir ein Handy ins Gesicht hält, kann was erleben. Hey, du solltest dankbar sein. Die Fans sind schließlich der Grund, warum wir einen Job haben. Nein, das Geld meines Onkels ist der Grund, warum du einen Job hast. Weißt du was? Scheiß auf die Fans. Die lieben mich, egal was ich tue. Gut, dass unser Ingenieur erstmal nochmal weiterlabert. Ich hasse Interviews. Alles im Interview zu sagen, ist schwierig, aber es macht uns auch wieder sympathisch und nahbarer, weil wir gesehen haben, die Jungs und Mädels von Ravenwest, also die Lara anscheinend, die hat auch so ein bisschen so blauäugig, die hat auch die Hoffnung, dass die anscheinend alle nett und toll sind. Ja, der nette Nathan, der hat halt einfach Kohle, ne? Und, also ein bisschen Verwandtschaft hat Kohle und, ja. Aber wie gesagt, ja, wir haben ja das erste Rennen gegen die beiden gewonnen, also. Mehr ist mir egal. Es geht jetzt in die Yokohama Docks im wunderbaren Schnee mit den Stadium Trucks. Das wird absolut wieder lustig. Seneca braucht ein gutes Ergebnis. Platz 7 oder locker easy going. Ab geht's. Ja, reizende Persönlichkeit trifft's gut. Reizt sehr viel. Gut, rein da. Platz 7 oder höher kriegen wir irgendwie hin, würde ich mal behaupten. Dass wir mit den Trucks hier wieder klarkommen. Das ist ja nicht so unbedingt meine Lieblingsgasse. Also ich mach Bock, aber ich bin nicht unbedingt der Beste damit. Nee, man hat jetzt schon wieder keinen Bock auf mich, das ist geil. Oh, sorry, Jungs. Ja, okay, wir bleiben einfach alle stehen und trinken Tough Kaffee. Sag mal, was ist denn los jetzt hier? Fahren! Jacob, du müsst ja hier gut klarkommen mit Winters im Namen. Hoppa, easy. Auf Platz 7 haben wir schon mal. Da ist aber mehr drin. Ich will hier wieder einen Sieg sehen. Wäre cool, wenn das natürlich ein bisschen mehr auf die Story Einfluss hätte, wenn man besser abschneidet als erwartet. Weil dann wäre natürlich auch gerade der Spruch da wir sind immer Sieger, natürlich nicht so passend gewesen, weil wir gerade einfach mal alles auseinandergerissen haben, aber naja. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ja, alles gut. Warte mal ab, wenn ich gleich die Jungs von Jungs und Mädels von Ravenwest reize. Das wird reizend, sag ich dir. Schnee. Wie gut wir hier durchkommen. 19. Guckt mal in den Rückspiegel. Euer schlimmster Albtraum ist da. Und nennt sich Seneca und nimmt euch jetzt komplett hops. Oh. Sind ja auch beide richtig gut. Fahren hier in alle Wände rein, die sie nicht mal drei finden können. Außenrum. Platz 2 haben wir. Moin, Racen. Darf ich mal. Dankeschön. Hab schon mal, dankeschön. Tja, easy. Das war Runde 1 von 3. Mal gucken, wen die jetzt im Rückspiegel sehen. Seneca kann das lange nicht sein, weil Seneca zieht die gerade weg. Ja, der Wagen funktioniert gut. Grüße gehen an unseren Ingenieur, der hat gute Arbeit geleistet. Aber wie geil der sich platzieren lässt, wirklich, der hat gute Arbeit geleistet. Das Ding, das fährt sich richtig schnuckelig hier über den Kurs. Kann ich nicht meckern. Opa. Nathan ist an Lara vorbeigekommen. Muss mal ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich voll einen in die Seite kriege oder so. Ich bin ein bisschen übermotiviert hier gerade. Jetzt muss ich mal ein bisschen zurückfahren. Ja, moin, da gibt es den ersten Schlag.
Das Gute ist, die beiden sich gerade immer hin und her überholen. Oh. Ja, wo ist er hin? Oh, er hat Scheiße gebaut. Haha. Da hat jemand Scheiße gebaut. Schattenhelfen. Schade, schade, Banane. Oh, Scheiße, und ich ziehe die Handbremse. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Das war einfach kein Blockmove. Ich dachte einfach mal, komm mal rein, reinsenden. Total unlogisch, das zu machen. Ah, Hume kommt auch nicht wirklich voran. Nur 8er momentan. 11er, okay. Die hat sich sagen dürfen, die hat sich festgefahren. Scheiße. Nein! Oh, ey, das war ja wie auf Kommando jetzt, mein Fluch. Ach, als ob. Die hängt da fest. Die hängt auf der Karte komplett fest. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich verfluche Leute, habe ich das Gefühl. Ja, Jume ist raus. Scheiße. Also entweder, ja, die wird sich da festgefahren haben. Ach, nö. Ja, wir brauchen ein starkes Ergebnis. Jume währenddessen so, I doubt it. Ja, keine Sorge, ich drehe das schon. Ich weiß auch gar nicht, wo Nathan gerade rumeiert. 5. müsste sein, naja, 5. oder sowas. Ja, seine Teamkollegin ist jetzt nicht so stark, die nehmen wir hier gerade komplett auseinander. Die Zeit der letzten Runde war 1:42,8. So, erste Kurve, rein hier, easy going. Ja, der Wagen funktioniert butterweich. Das klappt hier schön, hier holen wir einen schönen Sieg. Easy going. Dann werden wir es erstmal vorgeführt. Sehr schön, sehr schön. Wow, das war knappi. Knappi, knapp, knapp. Sehr knappi, knapp, knapp. Boah, rum, komm, Kollege. Schnee, Schnee, Schnee. Sehr viel Schnee, 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 Schnee. Come on. Einsenden. Das mit der Handbremse hat sogar diesmal ganz gut funktioniert. Sehr gut. Den werden wir schön nach Hause holen, sag ich euch. Das wird ja schön nach Hause geholt. Hoppa, andere Richtung. Da ist schon wieder jemand festgefahren. Das ist anscheinend eine beliebte Stelle für die KI. Natürlich schön, dass unser Teamkollege das genau hinbekommt. Kein anderer in dem Moment. Naja. Wo ist Nathan mittlerweile hin? Der ist ja gar nicht mehr auf der Karte eingezeichnet in Rot. Wo ist der ganz raus? Ne, da hinten kommt ein roter Punkt. Eieiei, Nathan McCann, ich sehe den Truck. Das ist aber auch keine Liebe auf den ersten Blick, sag ich dir. Das ist aber auch keine Liebe auf den ersten Blick. So, wir holen hier den Sieg. Bam, Junge. Nice. So darf es laufen. Tja, war ein bisschen alidiert, aber ich denke mal, wir sind alle happy mit. Tja, sehr schön. Und mit dem nächsten Kapitel würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge wieder weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, könnt ihr ganz gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sind in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann und so. Tschüss, tschüss. Put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.